Herzlich willkommen, Leute, auf meinem Kanal. Ich muss mich leider entschuldigen. Ich hatte eigentlich eine Riesentruhe zum Öffnen und ich habe die Rambock-Herausforderung mit 6 Siegen geschafft. Das heißt, ich habe den Rambock jetzt freigeschaltet bekommen. Ich hatte ihn in dieser Truhe 10-mal drin und in einer anderen Truhe hatte ich ihn 38-mal drin, also in einer Riesentruhe. Damit habe ich ihn auf Level 5 jetzt geschafft. Was noch so wichtig? Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt ein paar Challenges an. Also ein paar Spiele von der großen Herausforderung. Und zwar, wir fangen mal an. Also ich habe hier auf jeden Fall dreimal verloren bei der Herausforderung. Hier unten. Wir fangen mal. Ich gucke, welches war denn das Spannendste? Ja, wir können uns das hier angucken. Das war schon ziemlich nice. viel werde ich jetzt nicht mehr sagen dazu, aber halt, schade finde ich es halt nur, dass mein Aufnahmeprogramm jetzt ziemlich doll abbricht immer wieder. Also nach ein paar Minuten Aufnahme bricht es leider ab. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Ich hoffe, dass es diesmal nicht abbricht. Und ja, also ich hatte hier bei diesem Match auch schon ein paar kleine Probleme. Bin zwar durchgekommen, wie ihr ja davor schon gesehen habt, ich habe gewonnen, aber halt, es war schon nicht schlecht von dem Gegner gespielt. Er hatte ziemlich viel Glück gehabt bei diesem Match. Er hat zum Beispiel jetzt meine Lakaien nicht ganz getroffen, einer hat überlebt und dadurch konnte ich nochmal schnell ein bisschen was rausholen mit der einen Lakai. Den Turm konnte ich mir safe holen dadurch. Mein Gegner kam halt oft mit seinem Elektromagier und Musketierenden Push. Was mich ziemlich oft auch abgefuckt hat. Ich fand es überhaupt nicht so nice, dass er so oft damit kam. Na, was sollte ich dagegen tun? Es gab nichts zu tun. Ich hatte leider kein Feuerball oder sowas bei mir, womit ich irgendwas anrichten hätte können. Auf jeden Fall war dieser Rambock ziemlich gut gesetzt, weil er hat den Elektromagier erst zu spät, oder war vom Elektromagier erst zu spät in der Reichweite. Ich komme jetzt hier so gesehen mit alles auf alles oder gar nichts. Und habe trotzdem noch dieses Game rumgerissen. Das war nicht schlecht gemacht von mir. Muss ich selber sagen. Also, ich hatte auf jeden Fall ein schlechtes Gefühl dabei schon. Ansonsten, ich würde sagen, gucken wir uns mal das letzte an.
Da habe ich leider verloren. Ich will es nicht teilen, ich wollte es ansehen. Ich sag wieder nichts und schaut euch einfach an, wie schlecht ich da gespielt habe. Wenn ihr irgendwas anderes zu diesem Kampf meint, könnt das gerne in den Kommentaren schreiben, was ich vielleicht hätte besser machen können oder so. Aber ich hatte halt kaum Chancen durchzukommen. Okay, vielleicht sieht man im Nachhinein immer mehr, als man im Kampf dann direkt sieht, was man hätte machen können und so. Aber vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps, womit ich mich selber auch noch verbessern kann. Was ich nun überhaupt nicht weiß, ist, ob seine Raketen nun gewollt den Turm nicht treffen sollten oder halt, ob er die versetzt hat. Weil er dachte, er kommt zu nah an meinen Königstower ran. So, dann war es das schon wieder fast mit der heutigen Folge. Was ich aber noch machen wollte, ist eins noch, und zwar mal die Kobolde vorstellen. In 21 Tagen soll ja die Kobold-Gang rauskommen. Der Name von der Karte ist schon mal ziemlich nice, finde ich selber. Selbst im Deutschen, im Englischen habe ich noch nicht geguckt, wie die heißt. Ich denke mal, dass im Englischen selbst dort nicht so ein großer Unterschied sein wird. Weil Gang ist ja eigentlich von dem Englischen eingedeutscht und Kobold bleibt im Englischen auch Kobold. Kommen wir aber jetzt mal zur Karte selbst. Die Karte enthält drei Sperrgoblins und drei normale Goblins. Das heißt, drei, die mit Messern kommen und drei, die mit Sperren kommen. Im Vergleich zu den anderen ist eigentlich eine Karte in zwei. Das heißt, man spart dadurch nur ein Elixier. Ähnlich wie mit den drei Musketierinnen. Eine Musketierinnen kostet 4 Elixier. Und die drei Musketierinnen 9. Das heißt, im Endeffekt, man spart pro Musketier ein Elixier. Und so ähnlich ist es mit den Kobolden auch. Das finde ich schon mal nice, dass sie sowas gemacht haben.
Und ich hoffe, dass Supercell meine Videos auch anguckt, was dazu kommt. Und dass sie eventuell auch von, was soll ich denn sagen, eventuell von den Dart Goblins oder so auch 3 Stück machen. Für 6 Elixier zum Beispiel. Oder was noch, zum Beispiel 3 Mini-Packer. Wäre auch total nice. Aber da ist es schon wieder so, die Mini-Packer sind ziemlich stark. Was soll man gegen 3 Mini-Packer machen? Okay, ein Feuerball. Ein Feuerball ist gegen 3 Mini-Packer auch ziemlich stark. Man sieht das schon so, ein Feuerball holt ja schon fast einen Mini-Packer weg. Aber dafür hat der Mini-Packer halt umso mehr Angriffsfläche. Da gibt es halt Vor- und Nachteile bei den Karten. Also ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der hier sich von den Mini-Packern bestimmt 3 auch gut vorstellen kann in seinen Decks. Zum Beispiel in meinem Deck, was ich ja hier so gerne früher gespielt hatte mit meinem Golem-Deck, würden die sehr gut reinpassen. Auf jeden Fall, das war's dann erstmal für heute. Liken und abonnieren nicht vergessen, würde ich sagen. Und wir sehen uns die nächsten Tage. Morgen werde ich leider nicht zum Video kommen, aber vielleicht halt, vielleicht entweder Montag oder Sonntag. Mal schauen. Auf jeden Fall bringe ich demnächst nochmal ein Video raus, wie ich dann halt in Arena nochmal ein bisschen hochpushe. Vielleicht sogar ein Deck noch mir zusammenstelle mit dem Rambock. Muss schauen, wie ich es hinkriege. Ob mir ein gutes Deck einfällt mit dem Rambock. Auf jeden Fall, bis dann, haut rein, Leute.